Ja, wir sind ungefähr 1,5 Kilometer von Hangar 1 entfernt und stehen jetzt direkt vor Hangar 7. Was auffällt, dass hier ganz viele der Hangargebäude ganz unterschiedlich gebaut sind, obwohl sie alle aus der gleichen Zeit, aus den 1930er Jahren kommen. Der Grund, der Flugplatz Gatow war damals so eine Art Versuchslabor. Und so hat man mit diesen Hallen versucht, die optimalste Konstruktion zu finden, die dann später an anderen Flugplätzen verbaut wurde. Aufgabe eines Museums ist nicht in allererster Linie das Ausstellen von Exponaten, sondern zunächst einmal das Sammeln und das Bewahren. Und deswegen kann auch das Militärhistorische Museum der Bundeswehr nicht alles, was sie haben, der Öffentlichkeit jederzeit zugänglich machen. Aber wir haben die Chance, Ihnen mal einen Rundblick über einen weiteren Teil dessen, was das Museum zu bieten hat, hier zu präsentieren. Ich möchte Ihnen auch gar nicht jedes Exponat vorstellen, weil ich es persönlich gar nicht kann. Das soll aber auch jetzt gar nicht die Aufgabe sein. Aber genießen Sie als Fan von Luftfahrt einfach das, was Sie hier sehen. Dieser Sikorsky-Hubschrauber war das fliegende Arbeitszimmer von Konrad Adenauer, wenn er kürzere Distanzen zu überwinden hatte, zum Beispiel von einem Termin zu seinem Regierungsflugzeug. Ein Modell habe ich mir doch mal herausgepickt hier im Hangar 7. Das ist der Alpha Jet, gebaut durch ein deutsch-französisches Firmenkonsortium. Das ist ein Flugzeug, das, wie ich finde, auch sehr ästhetisch daherkommt. Flog knapp unter 1000 Kilometern in der Stunde schnell, also nicht einmal Schallgeschwindigkeit, war aber sehr wendig und das ist sicherlich auch der, ich sage jetzt mal, knuffigen Form geschuldet. In einem Nebenraum von Hangar 7 habe ich hier etwas ganz, ganz Feines entdeckt. Das ist die Originalausstattung einer Boeing 707 der Flugbereitschaft. Und in dieser Ausstattung, in diese Maschinen, sind zum Beispiel die Bundespräsidenten gereist, der Bundeskanzler, der Bundesaußenminister auf ihren Staatsbesuchen rund um die Welt. Wie die Kamera einfängt, gab es natürlich auch Kommunikationsmöglichkeiten. Per Lochstreifen konnte man Nachrichten vom Boden empfangen. Und genauso konnte man natürlich Nachrichten an den Boden abgeben. Der Bundeskanzler, wer immer an Bord war, musste jederzeit erreichbar sein.